Die Selbstbeeinflusser. Hi. Heute haben wir als... Bist du Gast oder was bist du eigentlich? Ja, das haben wir jetzt noch nicht geklärt. Der Jens ist doch wiederkehrende Person in unserem Podcast. Dann haben wir eine wiederkehrende Person hier, wenn es sowas gibt. Ja, mit Jens Strusenberg. Hallo. Und ich glaube Matthias Werner. Das habe ich auch so recht. Und als Thema haben wir uns heute ausgesucht Motivation. Und da lese ich einfach mal die Definition von Wikipedia vor. Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive, in Klammern Beweggründe, die zur Handlungsbereitschaft führen. Das heißt, das auf emotionaler und neuronaler Aktivität beruhende Streben des Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielobjekten. Die Umsetzung von Motiven in Handlungen nennt man Volition oder Umsetzungskompetenz. Und da komme ich gleich zu dir, Jensi. Nee. Doch. Ist das typischerweise auch die Definition, die deine Sportler und Kunden benutzen, wenn sie über Motivation reden? Nee. Definitiv nicht. Was verstehen die unter Motivation? In den meisten Fällen soll ich sie motivieren, da geht es schon los. Und am besten so, wie sie es im Fernsehen sehen. Also, dass da so ein Fitnesstrainer an der Seite steht und sie dann anruft, ja, noch ein, mehr, muss stärker werden, ist zu schwach. Ja, mache ich halt nicht. Nur meine Sportler machen dann irgendwann trotzdem das, was für sie notwendigerweise notwendig ist. Notwendig ist, ja. Ne? Das ist ja, das scheuert Wörter schon verwendet. So können wir auch direkt bei Wikipedia gucken, was da was bei notwendig steht. Matthias, wie ist das bei dir in deinen Seminaren, wenn du Motivationsseminare hältst? Ich halte keine Motivationsseminare. Sehr gut. Da geht's schon los. Es ist ähnlich, wie es der Jens eben gesagt hat. Gerade Führungskräfte, die wollen dann immer wissen, wie motiviere ich denn jemand anders? Und dann geht es darum, dass dann so tolle Sachen, wie man der Jens eben auch schon erwähnt hat, eine Rolle spielen, dass man da den anschreit und unterstützt und. Ne. Also, was ich bei der Arbeit mit den Sportlern immer feststelle, ist, dass sich das mit dieser extrinsischen Motivation mal direkt erledigt hat. Also durch Anschreien wird kein Mensch motiviert. Es kommt viel eher darauf an, dass ich weiß, was den anderen bewegt. Was jetzt in dem Fall ein Mitarbeiter oder ein Sportler, was der fühlt. Und wenn ich es dann schaffe, seine Gefühle anzusprechen, dann motiviert er sich selbst, was zu tun. Wie kommst du an die Gefühle ran? Weil ihn einfach zu fragen, was fühlst du, habe ich die Erfahrung gemacht, das wissen ja die wenigsten in dem Moment, was sie wirklich fühlen. Ja, genau das ist der Punkt. Wenn, also jetzt du zum Beispiel bei deinen Kunden, da wäre das würde verpuffen. Wenn jetzt der Jens oder bei mir auch, also ich kann es vom Jens ja sagen, für die Zuhörer, wir kennen uns ja schon ein bisschen, das ist eine längere Zusammenarbeit und da immer wieder so einen Satz zu benutzen, so eine Frage zu benutzen, was fühlst du, das hat einen anderen Stellenwert. Da ist schon eine Antwortbereitschaft da von dem Klient. Bei dir ist die Zeit zu kurz, dass die Leute da ehrlich antworten. Ich denke, das war auch das, was du eben meintest. Ist das so? Ich habe gerade jetzt in der Sprechstunde jemand gehabt, die wollte sich gerne operieren lassen und hat eine versteckte Absage bekommen. Versteckt in dem Sinne, dass natürlich nicht gesagt wurde, sie soll es jetzt sein lassen, weil niemand kann diese Entscheidung für sie treffen außer sie. Aber sie soll sich das doch überlegen, ob sie nicht noch ein paar Jahre Zeit hat. Und die saß bei mir und hat dann mich gefragt, was sie jetzt machen soll. Und ich habe dann einfach mal, was heißt geraten? Ich habe mir die Situation aus ihrer Sicht vorgestellt und gesagt, ich habe das Gefühl, sie sind total enttäuscht.
Hat sie gesagt, ja, genauso fühle ich mich. Und dann hatten wir ein bisschen ein Gespräch über Gefühle und darüber haben wir dann einen Telefontermin für ein paar Tage später vereinbart, wenn dieses Gefühl der Enttäuschung vielleicht sich geändert hat. Wie ist es denn bei dir, Jens? Weshalb kommen die Leute denn zu dir? Weshalb wollen die Leute Sport machen mit dir? Es wäre ja schön, wenn sie zu mir kommen und mehr Sport machen wollen. Das wäre ja mal was Neues. Das höre ich immer wieder als erstes. Und dann stelle ich meine ersten Fragen und dann gucken mich alle komisch an. Weil ich erst mal wissen will, wieso sie das, den Wunsch, den sie haben, was der Beweggrund ist. Wieso wollen sie denn dahin? Und woran würden sie das vor allen Dingen festmachen? Und schon an dem zweiten Punkt wird es schon richtig komisch. Ja, da kommen sie zu mir und sagen, sie wollen fitter werden. Ich so, ja, wofür? Ja, ich komme da nicht die Treppen hoch. Ich so, möchtest du besser die Treppen hochkommen? Nee, so meine ich das jetzt nicht. Ich so, naja, wieso willst du denn fitter werden? Woran stellst du denn fest, dass du das brauchst? Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber meine Frau hat mir gesagt, ich soll fitter werden. So, und mit diesem Vorgespräch kann ich ja erstmal überhaupt, ich brauche eine Vorstellung davon, was überhaupt für denjenigen Fitness heißt oder was will denn der erreichen? Ja, ich will fitter werden. Das sind alles so allgemeine Aussagen. Da kann ich ihm schlecht helfen, also weder mit meinem Handwerkszeug, ihm etwas bereitstellen, was er dann dauerhaft nutzt, um seinem Wunsch dort näher zu kommen, wenn ich gar nicht weiß, worum es geht. Und da sind wir wieder bei den Beweggründen. Das versuche ich als erstes herauszufinden und bei mir geht es am Anfang gar nicht über Sport und jetzt machst du 10 Liegestütze und 20 Kniebeuge. Das steht für mich dann hinten an, den Plan erstelle ich ja. Aber ich muss erstmal wissen, wohin es gehen soll, die Reise. Das passt doch wieder zu dem Thema mit dem Smalltalk. Dass du erstmal die Sprache angleichst. Habt ihr da Erfahrung mit Klienten, die auf diese direkten Fragen teilweise gestresst reagieren? Matthias, würde ich dich mal fragen? Es geht wieder los. Ich muss bei jeder Frage von dir ja, an mich anfangen zu lachen. Das trifft es jedes Mal direkt. Ja, und wie gestresst die sind. Der Jens hat auch den Grund genannt. Und du hast es auch schon angesprochen. Die haben schlichtweg keine Ahnung, warum sie ins Fitnessstudio gehen. Die wissen nicht, warum sie zu mir kommen und über ihre Flugangst reden wollen. Und das ist auch das Erste, womit wir dann aufräumen bei solchen Gesprächen. Dass der Klient, also modern, die Klientin, der Klient, die Klientin, das ist wichtig. Beide. Ja. Und die sich, Dritte. Das. Ja, stimmt, wir haben ja mittlerweile drei. Schneide ja. Ich raus. Nein, das ist ja korrekt. Dass die Leute sich erstmal klar werden müssen, worum es denen geht. Also was ich da oft erfahre, das hat der Jens eben auch angesprochen, die Leute wollen mit einer Entscheidung anfangen. Das ist aber nun mal nicht der Anfang. Die bekommen vielleicht von ihrer Krankenkasse, von ihrem Arzt, von ihrem Partner, du hast gesagt, von einem Arzt, ne? Da haben wir das mit dem Arzt, gesagt, sie sollen das so und so machen. Ja, jetzt gehen die ins Fitnessstudio, weil jemand anders gesagt hat, sie sollen da hingehen. Warum sollte unser Hirn, so wie es arbeitet, jetzt anfangen, Liegestütze zu machen? Weil jemand anders das gesagt hat? Nein, kein Hirn auf dieser Welt wird dadurch in Bewegung gesetzt, weil jemand anders sagt, soll Liegestütze machen. Und was der Jens ja angesprochen hat, jetzt unterhält er sich mit den Leuten darüber, warum sie denn, sie persönlich, jetzt hier ins Fitnessstudio gekommen sind. Wenn dem Mensch dazu nichts einfällt, so laut kann der Jens gar nicht schreien als Motivation, der wird keine Liegestütze machen. Sein Hirn hat überhaupt keinen Anlass dazu. Hat er sich mit demjenigen unterhalten, entdeckt der Mensch für sich vielleicht, ja gut, was der Arzt da zu mir gesagt hat, das weiß ich auch, dass das gesünder wäre, wenn ich Sport machen würde.
Aber was ich persönlich so ein bisschen doof finde, wenn ich da mich beim Schuh zubinden bück und keine Luft mehr krieg, das nervt mich. Wenn wir da jetzt ansetzen und sagen, so, oh, was glaubst du, woran das liegt? Naja, woran wird das wohl liegen? Weil ich so einen dicken Bauch habe. Okay, können wir was tun? Was ist denn das für eine blöde Frage? Natürlich, Sport können wir machen. Ja, und selbst wenn der das so negativ formuliert, der Jens hat, ich habe es gesehen, die Hörer, ne? Er hat mit dem Kopf genickt. Mhm. Was ist denn das für eine blöde Frage? Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass die Leute da ein bisschen doof werden. Also nein, die antworten so. Und genau daran erkennt man auch, darüber hat er sich bis jetzt noch keine Gedanken gemacht. Jetzt gerade ist es ihm aber so richtig bewusst geworden. Und das Schöne ist, jetzt war es seine Idee. Jetzt ist er eben nicht mehr jemand von außen, du musst jetzt Sport machen, sondern jetzt war es seine Idee. Jetzt ist er gerade drauf gekommen, boah, das mit dem Nachluftschnappen beim Schuhbinden, das stört mich. Ah, jetzt hat sein Hirn einen ersten Anhaltspunkt, dass es vielleicht gut wäre, ein bisschen Sport zu machen. Was mich jetzt in dem Zusammenhang interessieren würde, du hast ja eine ganz andere Ausbildung durchlaufen, Jens. Hast du dein System irgendwann mal geändert oder hast du von Anfang an so gearbeitet? Weil ihr habt gesagt, ihr kennt euch schon lange, ihr beiden. Wir können ja alle Fragen mal aufrollen. Wie hast du denn den Matthias kennengelernt? Den habe ich beim Ingolstadt, haben wir uns kennengelernt, das erste Mal. Ja. Audi Ingolstadt. Zweitliga Fußballverein. Anmerkung des Moderators. Ja, weitere Anmerkung. Ich habe da gearbeitet. Wo wir schon bei dem Thema sind. Ich nicht. Du hast gearbeitet. Ja, das ist ja. Gut. Hm? Also ich habe nicht gearbeitet. Ich habe nicht gearbeitet. Und wir haben uns den Matthias dazugeholt, damit jemand arbeitet dort. Also. Jetzt habe ich eine Vorstellung davon. Ja. Und dort haben wir uns kennengelernt. Der Kajan, auch, der war schon mal im Podcast bei uns, hat gesagt, er bringt einen Freund mit, der Motivationstrainer ist. War, glaube ich, sogar O-Ton damals. Und da habe ich gesagt, das ist cool, weil das bringt uns voran. Ich selber habe mich irgendwann mit 16 angefangen, mit Motivation zu beschäftigen. Und ein einziges Buch gab es damals, das von dem Bolesieri, dem Tennis Trainer aus den USA. Und deswegen wusste ich eigentlich, ohne dass ich in der Zwischenzeit viele kennengelernt habe, dass das was ist, was uns weiterbringt, weil es im deutschen Fußball fehlt immer noch oder wird immer noch belächelt oder wird bewusst beiseite geschoben, weil mehr Leute Angst davor haben, als verstehen, dass es um ihre eigene Angst sich selbst gegenüber geht. Und das geht schon wieder viel zu weit, aber ja, also der Nutzen wird gar nicht hervorgerufen und das in einem Profisport finde ich das schon bei den Möglichkeiten fahrlässig. Und da war ich ganz froh, dass Matthias kam und das war dann auch lustig. Wir hatten ja einige Spieler, die das schon mal gemacht hatten, mit denen war es halt auch einfach und da habe ich dann die Verbindung hergestellt und Matthias hat dann verschiedene Gespräche geführt. Warst du dabei oder hast du selbst ein Gespräch mit ihm geführt? Ja, wir haben es immer so gemacht, dass die Leute, die ich bewusst überzeugt habe, das Gespräch zu führen, dass ich dann auch dabei war, weil ich ja eine Art Führungsrolle dann hatte für die Spieler. Und andere waren noch so bei dir. Manu nicht. Schäfer und so weiter. Ja. Genau. Ja. Und meine eigene Arbeitsweise hat sich dahingehend verändert, dass ich häufiger mir erstmal überlege, was ich sage. Auch wenn es ein bisschen. Und wenn dauert. Ihr gerade die beiden anderen Lachen hört, dann wisst ihr, das ist immer noch nicht wirklich gut. Ja, aber einfach mir bewusst geworden ist, dass ich oftmals auch meine Klienten hypnotisiert habe in der Vergangenheit, ohne dass mir das bewusst war. Das habe ich dann durch Matthias ja gelernt, was ich da gemacht habe mit meinen Kunden. Und das konnte ich natürlich dann verfeinern oder dann auch bewusster einsetzen. Ja. Was für eine positive Wirkung auf deine Klienten hatte, die Hypnose? Ja, ich hatte ja sehr viel Erfolg damit, dass meine Klienten
das erreicht haben, was sie sich gewünscht haben. Sei es halt Genesung oder sei es halt Fitness. Ich habe ja auch einige meiner Klienten dann privat beraten, also wie sie halt vielleicht mit ihrem Leben hin und wieder mal umgehen könnten, weil die haben halt im Profifußballbereich auch schwierige Berater, meistens die Fußballer. Das ist interessant, dass du als Fitnesstrainer so viel über das Leben mit deinen Klienten sprichst. Und als ich die Nadine die Dr. Nadine Pister vor 2 Wochen bei mir in der Sprechstunde hatte, die fand es total amüsant, dass ich nach Erziehungstipps gefragt wurde als Optiker. Und das ist ja einer der Haupteffekte dieses Gesprächs. Wie lang hast du denn so ein Gespräch, wenn jemand Neues zu dir kommt? Ja, das hängt ja davon ab, was ich da von Menschen vor mir habe und was ich sehe. Im Grunde stelle ich das erst während des Gesprächs fest. Also ist ja, der eine kennt, hat das schon mal gemacht, sich mit sich selber auseinandergesetzt, da ist es ein bisschen einfacher, dann auch dahinter zu kommen, worum geht es jetzt hier, gerade wenn es um Genesung geht. Bei Sportlern, wenn ich jetzt mit Profis arbeite, ja, es ist, kann ich das Gespräch schon ein bisschen mehr lenken, weil es geht ja im Endeffekt schon Richtung Sport. Das heißt, ich kann mir das schon mal angucken, was er da sportlich erreichen will, dass wir halt erstmal irgendwo einen Punkt haben, mit dem wir auch Vertrauen sammeln können zusammen. Ja, und dann kann ich später, kriege ich auch immer mehr Informationen während des Trainings häufig dann auch. Oder die Kunden öffnen sich dann auch einfacher, wenn ich dann da schon mal einen Weg gegangen bin mit ihm zusammen. Also ich kann es dir nicht sagen. Erstmal eine halbe Stunde. Ich hatte auch schon Gespräche, wo ich eine Stunde oder anderthalb da saß und habe denjenigen dann wieder weggeschickt, weil ich gesagt habe, ich brauche jemand anderes erstmal und ich bin jetzt nicht die richtige Hilfe zum Beispiel für ihn. Was ja auch schon mal eine Hilfe für denjenigen ist, weil er da ja sehr viel erfahren hat. Also so, es wäre sehr toll, anstatt dass ihr dann Liegestütze gemacht habt, weißt du, er kann was in seinem Leben verändern. Das ist cool. Wenn wir dann schon so lustig beisammen sitzen, Matthias, was ist denn der Vorteil von so einem Gespräch für denjenigen, der kommt? Ich meine, es gibt ja auch die Ansicht, dass die Leute sagen, ich wollte zum Jens, damit er meine Fitness steigert und der fragt mich dann komische Fragen. Ich gehe zum Optiker und da hat jetzt gestern die Hospitantin gesagt, du machst ja Gesprächstherapie mit denen. Ich habe schon wieder gelacht. Ja, Entschuldigung. Ich mache dann Gesprächstherapie. Nein, das hat bei vielen Leuten viel zu negativen Beigeschmack. Mhm. Du hast jetzt nach dem Vorteil gefragt. Mhm. Wir können mal kurz drüber reden, warum der bei dir Patient, bei uns der Klient, das macht. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, du arbeitest mit den Augen der Menschen, die da zu dir kommen. Oh, das ist ein heißes Eisen. Die meisten Menschen kriegen da Panik, wenn jemand in die Nähe ihrer Augen kommt. Das hat ja auch einen guten Grund. Und vorhin hast du den Smalltalk angesprochen. Wenn du jetzt mit denen zunächst mal ein bisschen über das Wetter redest, dann merken die Leute, ah, ich verstehe den, so wie der sich bewegt, scheint er keine Gefahr darzustellen. Das checkt unser Hirn ja bei einem Gespräch ab. Das sind alles diese Steinzeit-Dinger, die wir da in uns haben. Und dann wagen die einen Vorstoß. Wenn die jetzt mit dir, als sie sind Eltern, sie wissen, dass du Kinder hast, wenn die jetzt dich nach Ratschlägen für die Kindererziehung fragen, das ist ein Angebot, ich möchte dir gerne vertrauen. Und wenn sich jetzt bei diesem kurzen Gespräch über die Kindererziehung für sie rausstellt, ach, ja, so wie der mit der Kinder redet und Kindererziehung, ah, da kann ich was mit anfangen, jetzt bist du vertrauenswürdig. Und jetzt sind wir beim Vorteil. Das ist der Vorteil, den du und der Patient dann hat. War das noch ein sinnvoller deutscher Satz? Das ist der Vorteil, den der Patient hat. Ja. Du
ihr checkt damit ab, kann ich dem jeweils anderen vertrauen. Und das ist auch das, was der Jens da macht. Wenn ich dahin gehe, festgestellt habe, boah, also das mit dem Schuhbinden, das ist ein echtes Problem für mich. Dieses Schweratmen, na, ich will das anders haben. Und jetzt stelle ich fest, ich habe Vertrauen zu dem Mensch, der, wenn der jetzt sagt, Liegestütz, noch einer, dann fällt mir das viel leichter, weil ich jetzt weiß, wenn ich mit dem über meine Kinder gesprochen habe, dass ich ihm vertrauen kann. Wenn der jetzt sagt, noch ein Lied, dann hat das einen Grund. Es fällt den Leuten leichter danach, mit dir zusammenzuarbeiten. Was ich auch cool daran finde, was ich mir gerade dabei gedacht habe, ist, es fällt ja auch mir viel leichter. Es fällt ja auch dem Jens hier viel leichter. Ja. Es ist ein Vertrauensabgleich. Was du gesagt hast, dass du denen nach anderthalb Stunden auch manchmal sagst, du alter Liegestütze, das brauchst du gar nicht. Das ist ja auch okay, da kann ich nichts machen. Ich habe auch Leute, habe ich schon gesagt, da kann ich nichts machen. Ich hab, gestern Abend habe ich gesagt, wir sind zu früh. In 10 Wochen können sie zu mir kommen, wenn sie noch ein, zwei andere Sachen gemacht haben. Und ich weiß jetzt schon, das wird viel besser. Und der war, du warst ja dabei, der war ja erleichtert. Der hat ja sogar gesagt, boah, cool. Obwohl ich gesagt habe, er braucht noch ärztliche Behandlung, war der erleichtert. Der Stress war weg. Ja. Das war richtig schön. Jetzt haben wir viel über Vergangenheit, so weiter gesprochen. Warum nicht? Warum hast du das überhaupt gemacht? Wieso hast du so Fitness und Arbeit mit Menschen dir ausgesucht, Jens? Hast du dir ein Konzept geschrieben vorher? Ich und ein Konzept, das wäre lustig. Geschrieben wäre schon lustig. Ja, das ist ein doppelter Sinn. Die Definition von Konzept. Ihr macht mal eben gerade weiter mit dem Konzept. Ich gehe. Nee, Konzept habe ich nicht geschrieben. Bis heute nicht. Ja, warum habe ich mit. Ich habe mit Menschen angefangen zu arbeiten, weil ich es gut kann. Ich habe auch schon mit Maschinen gearbeitet. Da habe ich festgestellt, dass mir das keinen Spaß macht. Und habe da auch verschiedene Berufsgruppen ausprobiert. Und habe halt immer wieder festgestellt, wenn ich mit Menschen arbeite, finde ich es für mich angenehmer und ich bekomme auch was zurück. Also etwas, was man in meinem Beruf sehr selten bekommt, aber wenn man es bekommt, ist es ja schön, nämlich ein Dankeschön. Oder ich habe ja vor 10 Jahren wegen dir mal angefangen, du hast das ja auch schon mal erlebt, bin immer noch dabei geblieben. Das sind ja Dinge, die mich freuen, dass ich, weil ich erkläre meinen Kunden immer, dass ich nur derjenige bin, der ihnen das Werkzeug gibt. Benutzen müssen sie es. Ja, mehr kann ich nicht tun. Und das ist ja auch der Weg, den ich dann mit denen anstrebe. Deswegen ist es für mich auch wichtig, dass ich ihnen ich herausfinde, was für Motivationsgrundlage haben und sie damit halt langfristig dahin bewege, den Sport auszuüben. Ja. Wie war das bei dir? Gerade mal zu dem, was der Jens gesagt hat, weil wir da super sehen, so richtig sehen tun, was nicht gehört haben, was wir vorhin gesagt haben. Du hast sie nach dem Grund gefragt und er hat über Gefühle geredet. Er hat eben kein Konzept gemacht und da aufgeschrieben, das und das und das will ich erreichen, sondern er hat darüber gesprochen, dass es ihm ein gutes Gefühl gibt, wenn sein Klient nach 10 Jahren immer noch dabei ist. Das ist nämlich das, was uns die Energie gibt, etwas zu tun. Das Gefühl, das wir dabei haben. Und jetzt zu deiner Frage zu mir, was es bei mir war oder ist, immer noch ist. Mir gibt das ein gutes Gefühl, wenn ich etwas lerne, mich dann damit beschäftige, naja, ich habe es gelernt, das wäre doch auch für andere toll, wenn die das lernen würden. Und ich mir dann Gedanken darüber mache, wie kann ich denn das, was ich da jetzt entdeckt, für mich entdeckt habe, wie kann ich das jemand anderem zeigen, erläutern, dass er es auch kann. Also Beispiel mit der Selbsthypnose, ich mache das ja schon seit Jahrzehnten. Und
war immer daran interessiert, wie schaffe ich das denn so zu formulieren, dass es jemand anders auch machen kann. Und wenn ich es dann jemand anderem erkläre, stelle ich fest, oh, jetzt habe ich gerade noch wahnsinnig viel gelernt und das gibt mir ein gutes Gefühl. Also wenn man das jetzt, das ist reiner Egoismus. Ich fühle mich gut dabei. So was Positives, ja. Egoismus. Ja. Egoistisch sein. Ja. Hab beim Jens, hilft mir auch beim Training, wo ich dir sehr dankbar bin. Und was ich cool finde, ist, ich kann auch mittlerweile ohne dich trainieren. Mit ist schöner, fühle mich da besser. Und du hast zu mir auch mal gesagt, dass du froh bist, wenn deine Patienten, Kunden, nee, Patienten, das sind ja nicht Klienten, nicht mehr zu dir kommen. Das, bei jedem anderen hätte ich gesagt, uff, wie hört sich denn das an? Und bei dir weiß ich, du hast die auf ihren Weg gebracht. Und wenn die jetzt Probleme am Rücken haben, oder ich darf ja deine Arbeit im Studio beobachten, manchmal sind sie auf dem Weg zu dir und dann sehe ich sie umdrehen und dann machen sie das, was du ihnen wahrscheinlich gesagt hättest. Das ist eine coole Einstellung. Und wieso machst du, also jetzt ist ja der Zeitpunkt, wieso machst du das so? Wieso sagst du denn, ich bin froh, wenn ihr nicht wegkommt? Ja, das ist eigentlich als Unternehmer ungünstig. Man schafft sich seine eigene Ware ab. Ja, man kriegt weniger Kunden, das machen viele anders. Als ich darüber nachgedacht habe, was ich an Menschen helfen möchte, also wenn ich mit Menschen arbeite, möchte ich denen helfen. Das war ja der Grundgedanke. Und dann ist halt immer, ja, wenn ich jemanden so behandle, dass er immer wieder zu mir kommt, naja, was ist denn das dann von der Behandlung? Das gibt es in der Medizin auch. Ich habe eine Krankheit, kriege ein Medikament, das wirkt nicht. Jetzt kriege ich noch 10-mal das gleiche Medikament und wirkt immer noch nicht. Was hat derjenige davon? So, ich habe auch nichts davon, wo wir wieder bei eigenen Gefühlen sind und dann halt auch die Motivation wieder eine Rolle spielt. Außer, dass der mir vielleicht immer wieder Geld gibt. Aber ich weiß weder nach für mich selber, und das ist auch ein entscheidender Punkt für mich, dass ich was kann und etwas gelernt habe, wenn ich es bei ihm anwende und sehe, dass es funktioniert. Das ist der Punkt, der für mich dann eine Rolle spielt. Und der zweite Punkt für meine Kunden, ja, ich will denen ja helfen für sein Leben. Ja, und da hat mich halt so ein asiatisches Sprichwort, ich meine, Sprichwörter sind immer ein bisschen lapidar, aber ich finde halt das mit dem Fischen, den, ich glaube, wer war's? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt zusammen. Wie ich das jetzt zusammenkriege? Warte, ich probiere es. Also das mit dem, ja, gibst du jemanden einen Fisch und er überlebt einen Tag, bringst du ihm bei, wie er fischen kann, überlebt er vielleicht ein Leben lang. Hat es sogar gereimt. Boah, krass. Und das war nicht abgesprochen, richtig? Richtig. Und auch nicht abgelesen, krass. Und das Sprichwort war halt ein Antrieb für mich. Könnt ihr mal aufhören, ich bringe gleich einen Kaffee. Solange ich es nicht aufschreiben muss, alles gut. Ja, und das war eigentlich etwas, was mich dann dahingehend bewogen hat, in der Art und Weise zu arbeiten. Ja, deswegen freue ich mich, wenn sie nicht mehr zu mir kommen, weil dann sind sie selber in der Lage, sich zu helfen. Also ich habe ihnen genau das beigebracht, was ich ihnen beibringen wollte. Ich will ihnen ja Werkzeuge geben, damit sie mit sich selber gesund bleiben können oder sich selber regulieren. Was ich da cool finde, weil du die Wahrnehmung heute drauf gelenkt hast, Matthias, ist ja schon wieder kein Konzept. Also ein chinesisches Sprichwort als Konzept zu nehmen, für ich bin froh, wenn dann die Patienten, Kunden, Klienten sich selbst betreuen können. Ja, und das, wie es der Jens ja eben gesagt hat, das hat einen Charme. Er hört nämlich rechtzeitig auf. Viele Leute, auch die zu mir kommen zum Coaching, wo ich das ganz deutlich sehe, ist bei solchen Präsentationsschulungen oder Coachings, wenn wir die machen, dass die Leute dann immer einen genauen Ablaufplan haben wollen. Ja, aber das ist ja keine Interaktion mit dem Publikum. Die machen dann einen Schritt, den sie hätten gar nicht machen brauchen, wenn sie auf ihr Publikum geachtet hätten, wenn sie ein Konzept haben. Und was der Jens da sagt, ist, naja, wenn ich merke, er kann's. Ja, tschüss. Das ist ja
toll, beide haben Energie gespart. Unternehmerisch ist es etwas fraglich, nur es ist ja genau das, was Jens dann auch schon wieder ein tolles Gefühl gibt. Also sagen, ja, es hat funktioniert. Und das ist bei mir genau dasselbe. Die Leute fragen dann immer, ja, und wann machen wir den nächsten Termin? Gar nicht. Was, warum sollten wir jetzt einen Termin machen? Ja, da kommt dann oft, das macht man doch so. Nein, wir nicht. Sie kommen einfach, wenn sie Anreize haben möchten. Wenn sie jetzt feststellen auf dem Nachhauseweg, hey, ja, das war's. Genau so mache ich meine Präsentation in Zukunft. Als Beispiel jetzt mit den Präsentationen. Ich brauche gar keine Anreize mehr. Mir reicht das. Das finde ich toll. So mache ich es jetzt bei Meetings. Und das gefällt mir. Was soll ich den denn hier nochmal einbestellen? Er braucht gar nichts mehr. Das war's. Damit fühlt er sich wohl. Die Energie, die er jetzt für weitere Präsentationsschulungen ja schon fast vergeudet hätte, die kann er für seine Präsentation nutzen. Ich stelle mir da die Gespräche der Leute lustig vor, wenn die dann weggehen und sich mit ihren Freunden unterhalten und die haben ja dann alle Folgetermine und die sagen dann, ja, also mein Physio oder was, mein Jensi, die haben, der hat gesagt, ich brauche nicht mehr kommen. Ich nehme an, dass du da ganz viele Empfehlungen kriegst. Oh, ich werde eigentlich häufig beleidigt, wenn das passiert. Das passiert viel häufiger. Wieso nicht? Ich brauche doch noch einen Termin bei dir. Das ist ja schön, weil die wissen es nach der Behandlung, dass sie jetzt schon wieder Schmerzen haben werden in ein paar Tagen und dich dann wieder anrufen. Ach ja. Oder? Von was hast du gesprochen? Nee, es geht darum, dass das gewohnt ist, dass man ja Folgebehandlung hat. Und in den Kreisen, gerade was Physiotherapie betrifft, ist man halt gewohnt, dass man sehr häufig betreut wird. Und das ist etwas, was ich ja auch abgewöhne, einfach weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nächste Woche behandelt werde, was habe ich dann heute gemacht? Da geht es ja schon wieder los. Habe ich mir denn heute geholfen überhaupt? Also, wenn er nächste Woche wiederkommen muss, habe ich schon wieder ein Problem und er erzeugt sich eins im günstigsten Fall. Mhm. Ja, und bleibt nämlich bis nächste Woche, bis zur Behandlung, beschäftigt er sich weiter mit den Problemen, was immer er da gehabt hat. Ja, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er nächste Woche mir genau das Gleiche sagt. Ja, und jetzt haben wir so eine Kette, die ich ja eigentlich durchbrechen möchte. Ja, eben mal rauszukommen aus dem, ich habe da was und ich habe schon seit Jahren etwas, weil zu mir kommen ja oftmals Menschen, die andere Wege schon gegangen sind und mir dann erzählen, es hilft ihnen ja nichts mehr oder es geht halt nichts. Ja, und um da rauszukommen, muss ich andere Wege suchen mit ihnen. Was ich mir vorhin überlegt habe, als wir darüber gesprochen haben und durch die Podcast dann auch Fragen aufkamen, ja, wenn ich ein Problem habe, an wen soll ich mich dann wenden, was wird dann gemacht, was, das ist ja schon wieder das Problem dieses Konzepts, dieses Plan erstellen, dieses ein Ziel festlegen, ja. So ist ja das Leben nicht. Matthias, oder? Die haben doch früher nicht gesagt, du hast doch so ein schönes Beispiel gehabt in dem Vortrag mit dem, na, in der Steinzeit und den Jagd. Also nicht ja, erst mal ins Flipchart gehen und dann ins Mammut jagen. Willst du das gerade für die Hörer? Das erste Problem, was unsere Vorfahren da ja hatten, war, es gab kein Flipchart. Die hätten das dann an die Höhlenwand malen müssen. Interessant ist allerdings, dass diese Wandgemälde ja nach der Jagd angefertigt wurden, nicht vor der Jagd. Und das haben wir alles völlig durcheinander gebracht. Wir malen unser Flipchart vor der Jagd. Und wenn unsere Vorfahren, das ist das Beispiel, das du meinst, mit dem Ziel losgezogen wären, das Mammut zu erlegen, ja, da hätten sie schon das erste Problem gehabt. Wir Witzfiguren, ein Mammut erlegen? Nee, garantiert nicht. Das hätte ein Blutbad gegeben, allerdings nicht für das Mammut. Wir haben ja Tiere verletzt und haben dann gewartet.
bis sie an der Zündung gestorben sind oder weiß der Himmel was. Das war eine richtig lange Angelegenheit, bis wir ein Tier wie ein Mammut erlegt haben. Was viel einfacher gewesen wäre, das Gnu, das da im Weg stand und schon verletzt war, den Rest zu geben und das dann über dem Feuer zu brutzeln. Hätte ich mir aber ein Konzept gemacht, wäre ich wahrscheinlich wieder hoffnungslos über das Ziel hinausgeschossen. Was soll ich jetzt dem Mammut hinterher rennen? Da steht ein Gnu, nehme ich doch das mit. Und das gerät bei diesen Konzepten oft völlig ins Hintertreffen. Dann sagen mir Seminarteilnehmer auf, ja, das sind da Nebensachen, die muss man dann da auch noch. Ja, Herrgott, wie viele Nebensachen muss ich denn da? Mache ich es doch lieber anders. Achte ich auf meinen Weg. Und dann sehe ich das Gnu auch, ich brauche da kein Konzept. Ich sehe es ja, steht da, ist verletzt. Ja, dann hole ich mir das. Mammut erledigt. Oder wir treffen in der Sippe die Entscheidung durch lange Erfahrung. Ja, das Mammut ist momentan für uns besser. Nur vielleicht können wir das Gnu ja nebenher erledigen. Die Flexibilität, und Jens, du hast ja asiatische Sprichwörter damit reingebracht, die Flexibilität wird ja auch deutlich, wenn man dann dieses milliardenfach zitierte, jetzt wird es schwierig, zitierte Zitat, Sprichwort, Zitat, wir lassen Zitat, ersetze Zitat durch Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Ja toll, sagen tun sie es immer alle, machen tun sie es nicht. Die schreiben sich ihre Ziele auf den Flipchart und leider schießen dann oft übers Ziel hinaus in eine ganz falsche Richtung. Sie hätten viel früher was erreicht, was ihnen gut getan hätte, wenn sie nicht so sehr an ihrem Konzept festgehalten hätten, sondern sich dieses Konzept durch Erfahrung in der Zeit erstellt hätten, dass das gewachsen wäre. Und wenn ich jetzt gerade so im Schwärmen bin und wir den Jens hier haben, der sehr viel Bewegungsabläufe mit seinen Klienten, mit seinen Athleten durchgeht, wer ihm beim Fußball, bei seiner Arbeit als Fußballtrainer zuschaut, da wird es einem ja als Zuschauer schon schwindelig, wie er diese Bewegungsabläufe mit den Leuten durchgeht. Und da ist als erstes mal, mach mal. Da ist eben nicht als erstes, wir machen jetzt das und das und das und das, sondern mach jetzt du, mach's. Und dann sammelt derjenige, der es macht, eine kleine Erfahrung. Stefan, oh, hu, das hat jetzt aber ein bisschen wehgetan. Jetzt hat er was gelernt. So ist komisch, so tut's weh. Hätte der Jens ihm ein Konzept gegeben, der hätte der vielleicht nicht mal gesagt, dass ihm das jetzt wehgetan hat, weil er gedacht hätte, hier wäre Vertrauen sogar noch dazu schädlich, weil er Vertrauen zum Jens hat, hätte er gedacht, naja, ich habe einen Knall, das kann gar nicht wehtun. Der Jens hat gesagt, ich soll das so machen. Wir können hier anfangen, wo wir wollen. Wir kommen mit diesem Konzept bei dieser Arbeit nicht voran. Das Konzept kann hinterher. Schön, ja, so war es, toll. Das kann ich mal probieren, ob das jemand anderem auch hilft. Das kann ich mal probieren, ob das jemand anderem hilft. Da sind wir schon wieder, das ist kein Konzept. Ich teste es. Dieses im Nachhinein betrachten, sowieso förderlich. Ja. Kinder mal fragen, wie hast du das jetzt Tolles hinbekommen? Ja. Das machen wir wirklich viel, viel zu selten, dass Selbsthypnose auch ein Mittel dafür. Ja. Und du machst es auch mit deinen Klienten ganz viel, oder? Wir gehen ja manchmal das Training durch, wir sprechen drüber, musst mich dann viel reden und dann fallen mir auch viel mehr Fragen ein. So wie heute mit dem Fuß und Bein und der Heilung. Das ist richtig cool. So, vielen Dank. War ein schöner Podcast. Die Selbstbeeinflusser. Mehr Infos auf dieselbsthypnose.de. die-selbsthypnose.de, geromeier.de, Jens, wie ist deine Website-Adresse? strusenberg-beratung.de. Und auf localsforlocals.de sind die auch nochmal alle drauf. Und bei Facebook, und wie komme ich mit dir in Kontakt, Jens? Über? Lagerfeuer mit dem Tuch. Lagerfeuer, das ist gut. Per E-Mail-Adresse und per Facebook. Cool. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank.